was ist eigentlich smart? Nein, das meint überhaupt nicht intelligent, sondern eher schlau oder pfiffig. Und genau das ist der neue pfiffige Flitzer. Denn er setzt den Verbrenner vor die Tür und den Elektro-Hype in Szene. Dabei eröffnet der reine E-Antrieb neue Möglichkeiten beim Design. Design ist zwar materialisierte Oberflächlichkeit, aber die Visionen während der Schlacht zwischen gesetzlichen Bestimmungen und Kreativität detailliert zu erklären, das ist Chefsache. Ja, es ist ja kein All-New-Fahrzeug, sondern ein Update des bestehenden Fahrzeugs, aber ein großer Update. Sehr großen Wert haben wir auf die Front gelegt, die Fronterscheinung. Man sieht, die Front ist komplett neu, sie ist aufgeräumter, sie ist klarer geworden. Man sieht, der Grill ist nach unten gewandert, ist dabei in Wagenfarbe und blendet so sehr, sehr clean und sauber in die ganze Frontgestaltung. Und kleines Detail am Rande, auch die Wortmarke Smart steht jetzt ganz clean auf der Motorhaube. Sind 82 PS, 160 Newtonmeter und 130 Spitze die Alternative? Trotz allen Ladesäule-Gejammers hat der E-Antrieb klare Vorteile. 4,9 Sekunden von 0 auf 60 krönen ihn zwar zum Ampelprimus, aber dennoch macht er nicht viel Lärm darum. Was man von ihm hört, ist eher ein sonores Brummen und selbst das wird noch künstlich erzeugt. Verrückt, aber die gesetzliche Lärmschutzverordnung meint hier, dass Fußgänger geschützt werden durch die Erzeugung von Lärm bzw. Geräuschen, damit das Fahrzeug bei Annäherung zu hören ist. Auch der Smart-Fahrer kann das akustische Erlebnis steigern, wenn er keinen Schutz von oben braucht. In der Cabrio-Version lässt sich das Stoffdach bei allen Tempi elektrisch nach hinten fahren und um die Ecke bringen. Ist weit und breit am Himmel keine Wolke zu sehen, können zusätzlich die oberen Fensterräume abgenommen werden, was schon den kleinen, aber feinen Unterschied in der Cabrio-Wahrnehmung ausmacht. Selbstverständlich haben die Holme eine maßgeschneiderte Aufbewahrungsmulde im Kofferraumdeckel. Wer den Abbau etwas geübt hat, schafft die komplette Cabrioisierung in unter 2 Minuten. Nach wie vor unschlagbar ist der Wendekreis, die 180 Kehre fast auf der Stelle und ohne Hinterachslenkung. Das können nur Kettenfahrzeuge unterbieten. Da mussten wir schon aufpassen, dass wir das wendige Wägelchen nicht um den Pfosten wickeln und uns so zu Pionieren der spontanen Kaltmetallverformung machen. Nun kommen wir zu den Problemen derer, die sich eher einen Smart Kombi wünschten. Aber ein Kasten Bier oder größere Taschen lassen sich auch hier einfach einladen. Man muss nur wissen, wie. Da unten gibt es 2 Griffe. Da kann man dann hier wunderschön aufmachen und hat dann eine wirklich fußballtorgroße Ladelücke und kann im Prinzip sogar von weitem einfach die Sachen reinwerfen. Wie beim Kofferraum gilt auch für den Menschenraum mehr Sein als Schein. Alle vorgeschobenen Klaustrophobien verschwinden ad hoc, wenn man sich einmal hineinsetzt. Die völlig neu gestaltete Mittelkonsole sorgt für eine klare Linie. Und wie weit reicht es mit dem Akku? Offiziell 159 Kilometer. Beim Smart wird die Elektrospirale besonders deutlich. Mehr Reichweite bedeutet größere Batterie. Die bedeutet aber größeres Gewicht und damit wieder Reichweitenverlust. Für den überwiegenden Stadteinsatz muss hier deshalb ein 17,6 Kilowattstunden Akku reichen. Mit dem optionalen 22 Kilowatt Bordlader und Schnellladefunktion sind auch die neuen Modelle in knapp 40 Minuten wieder von 10% auf 80% hochgefahren. An der normalen Haushaltssteckdose dauert das mindestens 6 Stunden. Das Express Extra kostet übrigens 800 Euro. Naja, mit schnellem Laden nochmal einen schnellen Euro zu machen, das finden wir jetzt nicht so up-to-date. Das Software-Update ist allerdings sehr weit gedacht. Auf dem 8 Zoll großen Touchscreen kommt alles an, was wir schon Information Overkill nennen würden. Da kann man den Smart zum privaten Mietwagen upgraden. Dabei wird eine Art Carsharing-App installiert und darin festgelegt, wer den Wagen per Smartphone benutzen darf. Und vor allem, wer ihn nur gegen Entgelt benutzen darf und wer zu welchem Preis. Das macht Freunde. Oder auch nicht. Trotz all dieser Innovationen sind die Tage des Smart gezählt, zumindest für Europa. Ab 2022 wird der Kleine ausschließlich in China zusammengebaut. Doch die Konzernmutter Mercedes wird sich nicht vollständig aus der Verantwortung stehlen. Es ist ja ein 50-50 Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely.
Und wir bringen von unserer Seite eben die Marke Smart ein und das Design. Und das heißt, es wird nach wie vor dieses europäische Smart Design natürlich sein, das wofür die Marke steht. Wir werden das toll weiterentwickeln. Wir sind da gerade dran, geht sehr schnell. Also das werden ganz tolle Autos werden. Könnte spannend werden, wenn der Smart noch einmal neu gedacht wird.